Hallo zusammen, ich melde mich heute mal von einer der vielen Telefonzellen, die es noch aus den historischen Zeiten der 90er hier überall im Bundestag bzw. in den Gebäuden des Bundestages gibt. Ihr seht die hier hinter mir. Heutzutage nutzt die kaum noch jemand, aber sie sind natürlich immer noch ganz gut schallisoliert und sie passen zu unserem Hauptthema in dieser Woche. Da dreht sich nämlich alles tatsächlich um Kommunikation bzw. genauer gesagt um das Thema 5G. Dazu vielleicht später mehr. Wir hatten in dieser Woche natürlich wieder eine ganze Reihe von Terminen. Ich hatte zwei Podiumsdiskussionen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, beide in englischer Sprache. Das eine ging um das Thema 5G und das andere Podium beschäftigte sich mit der Frage, wie wir mit Populismus und Extremismus in Zeiten vom Wahlkampf umgehen. Dann hatten wir natürlich auch verschiedene Besucher hier wieder im Bundestag, verschiedene Expertengespräche. Ich möchte mal herausgreifen, unser neues Influencer-Team der CDU Sachsen-Anhalt, die nennen sich House of CDU, also gleich mal gucken bei Instagram oder Facebook. Und wir haben heute einfach mal ein bisschen besprochen, wie die Reise da aussehen kann, beziehungsweise was wir, wo ich an welcher Stelle noch unterstützen kann. Das hat mich tatsächlich wieder sehr gefreut. Ich gucke. Dann hatten wir ein hochrangiges Gespräch mit Herrn Döpfner. Ihr erinnert euch, das ist derjenige, der so einen interessanten Kommentar geschrieben hat zu unserer sicherheitspolitischen Lage, beziehungsweise was in Deutschland momentan alles so gut und nicht so gut läuft. Und er ist gleichzeitig der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer Gruppe, zu der ja auch die Bild-Zeitung gehört, die Welt und viele, viele andere mehr. Das war wirklich ein sehr hochkarätiger Termin und für mich auch sehr spannend. Ja, und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch über das Thema 5G gesprochen. Ihr wisst es, als Berichterstatter für das Thema Cybersecurity und Spionageabwehr beschäftige ich mich schon seit längerem mit diesem Thema. Und in dieser Woche sind auch die Medien darauf aufmerksam geworden. Ich hatte einen gemeinsamen Artikel mit meinem Kollegen Norbert Röttgen im Handelsblatt. Und für uns geht es insbesondere darum, die Frage, sollen chinesische Unternehmen die Kontrolle über das wichtigste Infrastrukturprojekt des 21. Jahrhunderts haben? Das ist das 5G-Netz. Und das brauchen wir nicht nur zum Telefonieren, das brauchen wir für das autonome Fahren, für Smart City-Anwendungen, für Telemedizin, für die Wissenschaft und natürlich auch für Campuslösungen im Industrie 4.0-Bereich. Das heißt also eine komplett moderne Fabrik. Und wir, also ich und meine Kollegen, wir sagen, wir sollten sie möglichst raushalten, denn China ist nach wie vor kein demokratisches Land. Der Präsident ist auf Lebzeit gewählt. Die kommunistische Partei hat direkten Zugriff auf Huawei und ZTE und so weiter und so weiter. Und genau diese Debatte haben wir jetzt angestoßen. Das ist auch ein bisschen die Quintessenz meiner Arbeit der letzten Monate hier. Und wir sind jetzt mal ganz gespannt, wo die Reise noch hinführt. Wer von euch die Welt am Sonntag liest, da wird es jetzt am Wochenende einen großen Artikel dazu geben. Und ich halte euch natürlich auf meiner Seite hier auch weiter auf dem Laufenden. Jetzt gucke ich wieder auf meinen schlauen Zettel. Ja, der Ausblick, was steht am Wochenende an? Allem voran natürlich die Oberbürgermeisterwahl, die Oberbürgermeisterstichwahl bei uns in Halle. Ihr wisst es, es stehen zur Wahl der Amtsinhaber Dr. Bernd Wiegand und der Herausforderer des rot-rot-grünen Lagers. Unser Kandidat Andreas Silbersack hat es leider nicht in die Stichwahl geschafft. Deswegen haben wir jetzt stehen vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Wenn ihr mich fragt, ich werde den Amtsinhaber wählen, weil ich mit ihm in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet habe und ich mir nicht vorstellen kann, wie ein linker Oberbürgermeister unsere Stadt zum Positiven entwickeln kann. Ihr müsst die Entscheidung für euch treffen. Ich bitte euch nur, geht wählen. Dann gibt es noch den Salzpokal der DLRG. Den könnt ihr euch angucken. Ich schaue mal in der Neustadt-Schwimmhalle. Und am Ende jedes Wochenvideos gibt es natürlich den Fun Fact und der hat auch im weitesten Sinne mit Kommunikation zu tun und auch mit dem Thema Klimaschutz, was wir heute am Freitag hier ja auch im Bundestag debattiert haben. Und zwar, eine Google-Anfrage verproduziert zwischen 5 und 10 Gramm CO2. Google selbst sagt, es sind nur 0,2 Gramm, die Wahrheit wird vermutlich irgendwo in der Mitte liegen. Nehmen wir diesen Mittelwert, dann ist es so, dass 20 Suchanfragen bei Google so viel CO2 produzieren, als wenn ihr eine Stunde lang eine Energiesparlampe laufen lässt. Und pro Tag gibt es im Übrigen 3,5 Milliarden Suchanfragen über Google. Die Quintessenz ist, wenn ihr das nächste Mal eine Seite besucht, von der ihr genau wisst, wie die Adresse ist, setzt euch doch einfach ein Lesezeichen, geht direkt auf die Seite und spart dabei noch CO2, wenn das nichts ist. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Sitzungswoche wieder und ansonsten könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren, Fragen, E-Mails schreiben. Ich freue mich auf euch und euch ein schönes Wochenende. Ciao.